110 Parlamentarier aus über 50 Ländern treten ein für das Menschenrecht auf Religionsfreiheit. Sie wollen ein Zeichen setzen für eines der fundamentalsten Menschenrechte überhaupt. Überall dort, wo Religionsfreiheit eingeschränkt ist, gibt es auch keine tatsächliche Freiheit. Und wo es keine Freiheit gibt, dort gibt es auch keinen Frieden. Und deswegen ist Religionsfreiheit eine entscheidende Voraussetzung für das friedliche Zusammenleben. Zu der dreitägigen Konferenz in Berlin sind Parlamentarier jüdischen Glaubens wie auch Buddhisten, Hindus, Muslime, Jesiden und Christen aller Konfessionen zusammengekommen. Als Gastrednerin nimmt auch Bundeskanzlerin Merkel an dem Treffen teil. Lieber Volker Kauder, ich weiß, wie sehr dir die Lage der Christen in der Region am Herzen liegt. Und ich möchte mich dafür bedanken, dass du uns immer wieder die Not der Christen, aber auch die anderer religiöser Minderheiten vor Augen führst. Du machst das in der Überzeugung, wo auch immer auf der Welt Religionsfreiheit mit Füßen getreten wird, geht dies uns alle etwas an. Denn Menschenrechte und die Menschenwürde sind unteilbar. Volker Kauder ist Mitinitiator des Internationalen Parlamentarierpanels für Religions- und Glaubensfreiheit. Es wurde vor 2 Jahren in Oslo gegründet. Gastgeber der diesjährigen Konferenz in Berlin sind die CDU-CSU-Bundestagsfraktion und die Konrad-Adenauer-Stiftung. Der Druck auf die Religionsfreiheit nimmt weltweit zu. Mehr als 70% der Weltbevölkerung leben laut Umfragen in Ländern, in denen die Religionsfreiheit eingeschränkt ist. Ziel ist es, Erfahrungen auszutauschen und das junge Netzwerk weiter zu festigen. Darüber hinaus finden auch eindeutige Interventionen statt. Vietnam, Eritrea, Pakistan, Sudan und Myanmar werden schriftlich aufgefordert, in ihren Ländern künftig für Religionsfreiheit zu sorgen. Eines der fundamentalsten Menschenrechte überhaupt.